So, ich grüße euch. Jetzt habe ich die Teile erstmal gekauft. Hier sind sie. Security Box, Glory Mask und Lighthouse. Furnace. Gut. So, dann gucken wir mal. Ich habe letzte Woche mal ein bisschen was eingekauft. Das hier habe ich eingekauft. Ist auch erst ab morgen handelbar, aber das werde ich behalten. Weil ich habe nur 98 Cent dafür bezahlt. Nur 98 Cent. Die Monster Box ab 1 Uhr handelbar. Habe ich 1,30 Euro bezahlt, muss ich gucken, was ich morgen für kriege. Hier habe ich 1,30 Euro für bezahlt. Ab 2 Euro. Okay, das ist, in letzter Zeit kaufen sehr viele Leute Skins ein. Ich weiß auch nicht warum. Früher war das alles ein bisschen weniger. Da hatte man wesentlich mehr Gewinn. Wenn man von Gewinn reden kann. Zum Beispiel den hier habe ich gekauft für 1,70 Euro. Der kostet jetzt ab 4,04 Euro aufwärts. Das ist natürlich schade. Da hätte ich mal ein paar mehr von kaufen müssen. Gut, für den Stein habe ich 1,30 Euro bezahlt. Deswegen habe ich in dem Video davor, war ich auch so ein bisschen am Hadern mit dem Bürgerstein, weil der jetzt zurzeit im Shop ist, weil 2,20 Euro ist eine Menge Holz. Und wenn viele Leute den jetzt kaufen, dann ist natürlich echt ein bisschen bitter, weil wenn du so einen Preis verlässt, das ist kacke. So, 3,58 Euro, für die habe ich 1,30 Euro bezahlt, behalte ich. Space Invaders 3,65 Euro, 1,70 Euro bezahlt, behalte ich. Von der Tür geht der Preis, habe ich 1,70 Euro bezahlt, geht auch immer weiter runter in der letzten Zeit. Aber die behalte ich so oder so, weil die Tür schon weiß aussieht. Und die hat so ein leuchtendes Auge hier, das ist nicht cool. Der Hammer, 2,69 Euro, habe ich auch 1 Euro ein paar zerquetschte beim Halloween-Dings bezahlt, bei dem behalte ich. Der war, aber letzte Woche war der bei 3 oder 4 Euro, glaube ich. Ach, geht auch immer weiter runter. Was haben wir hier? 95 Cent. Habe ich auch unter 1 Euro auf jeden Fall bezahlt. Chlor-Acker 1,66 Euro. Keine Ahnung. 1,65 Euro. Dafür habe ich 90 Cent bezahlt. Die Apocalypse Vest, die behalte ich auf jeden Fall. Ist mir egal. Metal Chest Plate 84 Cent. 6 Cent Verlust. 18 Verlust, deswegen sage ich immer, diese Masken lohnen sich ja in der Regel nicht. Ich behalte die, weil die ziemlich geil aussehen. Wie sieht es mit den Türen aus? Oh, die Türen werden auch, ich weiß nicht, in letzter Zeit. Im letzten Video war ich noch sehr positiv von den Preisen, aber jetzt, ich weiß nicht, in letzter Zeit, wie gesagt. 1,49 Euro, habe ich 1,30 Euro, 1,30 Euro lohnt sich alles nicht zu verkaufen. Den behalte ich, da werde ich auf jeden Fall mehr als 1,30 Euro für kriegen, das weiß ich. Ah, und die ist auch erst ab 8.2. handelbar. Was haben wir hier? 2,85 Euro, da war der Preis auch schon mal besser. Aber die Hatchet habe ich gekauft für 1,30 Euro. Vor 2 Wochen, 3 Wochen. Wie ihr seht, ich habe nicht sonderlich viel. Die Box hier, die habe ich für 1,30 Euro gekauft. 2,32 Euro, super. Aber diese kleinen Boxen sind auch super selten im Shop. 22 Minuten, 24 Stunden verkauft. Okay. Die Boots. Ach, für die habe ich 60 Cent bezahlt. 3,41 Euro. Den habe ich... Oh, Halloween letztes Jahr gekauft, da hat er 1,70 Euro gekostet. Oder 1,30 Euro gekostet, ich weiß es nicht. Es gibt manche Sachen, die gehen halt immer. Schlafsäcke gehen in der Regel immer, wenn ihr die im Shop kaufen solltet. Günstig im Shop kaufen solltet. Klar, die sowieso. Automaten, sieht auch natürlich episch geil aus, davon muss man ja mal zugeben. Space Invaders. Er sieht schon geil aus, der Automat. Rust Credits, null geil. So, ja.
Jetzt habt ihr das mal gesehen. Mein Kontostand ist auch schon wieder ein bisschen geschrumpft. Wie gesagt, ich habe mit 20 Euro, weil ich einen Gutschein hatte, habe ich mit 20 Euro angefangen. Jetzt bin ich bei grandiosen 28 Euro. Ich war aber auch schon bei 37 Euro. Muss man halt, ist halt immer so ein Hin und Her. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, irgendwem gefällt das Video auch. Bis denn, dann, ciao.